Moin und willkommen zu einer neuen Runde X4. So, ich konnte den HAT-Plot auf jeden Fall schon mal starten. Wurmtor, Morgenstern, Geschützkomp, Fabrik. Aber mir ist etwas aufgefallen. Hier in Hattiquas Entscheidung wurde scheinbar der Bau gestartet von... einer Xenon-Verteidigungsstation. Das will ich mal eben versuchen zu verhindern. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich würde ja auch am liebsten meinen Zerstörer hier parken, aber ich habe die Befürchtung, dass dann irgendwie ein, zwei KAs kommen. Mein Schiff ist ja noch nicht zu 100% ausgestattet oder sogar wieder das Flaggschiff auftaucht. Von den Xenon, das muss natürlich nicht sein, dass dann mein Zerstörer zerstört wird. Im Übrigen habe ich einfach mal nur so Interesse halber geguckt, was würde mich dieser Zerstörer bringen, wenn man ihn verkauft. Mal so im Vergleich zu der Odysseus, die man ja findet, wo man gerade mal knapp über 2 Millionen für bekommt, ist es doch so, wie wenn ich jetzt diesen Erdzerstörer verkaufen würde, den man jetzt geschenkt bekommen hat, der auch beschädigt ist und auch nicht voll ausgestattet ist und so weiter, der ist aber ganze 16 Millionen, fast 17 Millionen wert. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu der Lüsters-Ebene. Ich werde ihn trotzdem nicht verkaufen. Beim Gegensatz zu der Lüsters finde ich den Erdzerstörer ja noch recht schick. So, da wird auch schon gekämpft. Da wollen wir gleich mal helfen, beziehungsweise ich denke mal... Schon unschön, was hier so rumfliegt. Ach, ernsthaft? So viel ist hier los. P-E-N. Irgendwas in der Reichweite? M. Ja. Ja. Getroffen? Nein. Jetzt. Da eigentlich noch drauf gehen, oder? Mal ein paar Xenon und weghauen. Dass sich das damit nicht trifft. PE. Was ist überhitzt? Nicht ungünstig. Es
Jetzt kann er nicht wegpusten, weil er keine Schilde mehr hat. Aktiv hier die Xenon. Die ich vielleicht vorher schon mal machen müssen, aber das hindert einen natürlich immer so ein bisschen seine eigene Mission zu machen. Oder seine Mission. Ja doch, die eigentliche, nicht die eigenen. Darf ich nicht? B. Nehmen wir erstmal ihn. Ausnahmsweise mal weh. Müssen wir das einsammeln hier. Und dann habe ich eigentlich gleich die meisten Xenon weg. Und dann ist auf jeden Fall dieser Frachter gerettet. Und davon habe ich scheinbar nicht so viel. Es gibt keine Belohnungen bisher. Das Spiel wartet noch, ob ich noch mehr mache. Das war ja auch nicht geplant. Aber das Schiff hätte ich gerne. Alles geklappt, ne? Das ist es. So, das PE. Gib mal bitte dahin. Dock erstmal nur mal an. Also mal ein Xenon-Schiff geklaut. E-Hammer. E. Ah, cool. PE. E-Hammer. E. Station? Nee. Was ist die denn überhaupt noch? Stiller Zeuge. Da hat das schon. Ah, die wird noch gebaut, tatsächlich. N. PE. Ja, dann hör mal zu. Noch näher dran. PE. Sprungtor, stiller Zeuge, Mammut, Angreifer. F. Mammut, Angreifer. Sprungtor, in Kalkatura, Angreifer. So, jetzt mal gucken, hier Schutako, irgendwo. Angreifer, Highway, Argon Prime.
Behemoth E. Irgendwo weiter unten. Das ist das, wo du auch der drauf schießt. Sieht so aus, ne? Ich nicht verstehe, dass nichts zu sehen ist, aber ja. Xenon Verteidigungsstation. Okay, das lässt sich aber nicht wirklich verhindern. Schade. Ich habe gedacht, dass das hier vielleicht das Baulager ist, was ich zerstören kann, aber ist auch nicht. Xenon Verteidigungsstation. PE. Xenon Verteidigung. PE. Setz mal den davor. Nochmal treffen. Auf mich geschossen. Das ist echt ärgerlich, dass es keine Belohnung mehr gibt, nur weil keine eigene Station mehr in der Nähe ist. Jetzt boostet er sein Schild weg. Ja, jetzt wäre am Ausweichen. Weg da. So, das ist die F. Okay. Ja, bis auf ein bisschen Flugübungen und ein Schiff hat es hier jetzt leider nichts gebracht. Das Schiff muss ja mal repariert werden, wenn ich es behalten will. Also zumindest das. Die Waffen und so weiter ausrüsten kann ich es ja auch wieder nicht, weil es ist ein Xenon-Schiff. Da finden wir nach wie vor die Technologien für. Sieht aus, irgendwas zu rollen, ne?
Container hin. Habe ich sie alle eingesammelt? Ja. Wieder aufpassen, dass ich den Transporter nicht beschädige. Erzraffinerie M. Komm, den nehmen wir jetzt auch noch und dann hauen wir ab. Schwerfällig. Baulager. Jetzt ist da ein Baulager zu erkennen. Sollten wir nochmal versuchen, das wegzuhauen? Und den Rest, das hat scheinbar der Kreuzer übernommen. Jetzt auch gleich nichts mehr draußen stehen kann, sollten wir das hier eigentlich weghauen. Container. Baulager. Container. Alles Energiezellen. Baulager. Wir gar nicht weg. Naja, aber wir konnten noch ein paar Energiezellen holen. Autopilot eingeschaltet. Speichern wir das mal ab. Haben wir ein bisschen gekämpft, haben ein paar Xenon weggehauen. Und was kommt mich da jetzt an? Wie hier oder was? 2M. Autopilot ausgeschaltet. M.
Okay, der andere abgedreht. Autopilot eingeschaltet. So, dann gucken wir mal. Wir müssten jetzt ja die PE hier angedockt haben. Dann reparieren wir doch das Schiff mal. Sehr süß. Captain hat es. Und dann kriegt Snow Servicemannschaft. Das brauchen wir nicht. Das hat es alles. Es hat natürlich immer noch zwei Geschütze. Hat eine Hauptwaffe. Zwei Schilde, Schubdüsen. Okay. Das ist doch in Ordnung. Das hat ja so gut wie gar nichts gekostet. Machen wir mal so. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Und dann gehen wir hier auch nochmal auf. Autopilot ausgeschaltet. Und dann haben wir doch mit der PE auch nochmal ein nettes Schiff dazu gewonnen. Das für uns vielleicht auch nochmal ein bisschen erkunden kann. Ja, Stillerzeuge auch. Und hier auch. Dann viel Spaß. Was mich echt irritiert ist, egal was ich diesem Schiff hier für Aufträge gebe, die Katana, die macht nix. Kann natürlich daran liegen, dass es dieses Schiff ist, was man braucht, quasi um unbemerkt in Xenon-Sektoren zu fliegen, aber schon. Es ist merkwürdig. Sagen wir es mal so. Hightech-Fabrik. Undock-Erlaubnis erteilt. Gut. Dann starten wir mal eben hier. Viel zu schnell. Dann ich da mal eben hier erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Die Energiezellen. Sir. Ja, lass mich durch. Nemesis, Angreifer. Hallo auch. Ich brauche dich auf der Nemesis als Marinesoldat. Sie werden das nicht bereuen. Ich werde jeden Tag mein Bestes geben. Guten Tag. Viel Glück da draußen. Hallo. Auf Wiedersehen. Wir können alles zum Captain. Hallo auch.
Nur 2 Millionen. Viel Glück da draußen. Ja, auf Wiedersehen. Guten Tag. Dich, du bist so schön günstig. Es wird mir eine Freude sein, mit Ihnen zu arbeiten. Mhm. Captain. Guten Tag. 135.000. Viel Glück da draußen. Hallo auch. Das ist günstig genug. Großartig. Ich freue mich auf meine erste Aufgabe. Hallo. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in mich. Ich eigentlich gar keine... Hallo. ...Nicht-Uniformierten haben wollte. Ich freue mich darauf, für Sie zu arbeiten. Aber als Servicemannschaft geht's ja noch. Hallo. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in mich. Hallo. Ich freue mich darauf, für Sie zu arbeiten. Dann, bevor ich es vergesse, gehen wir erstmal in den Händlerbereich. Kann ich helfen? Bitte sehr. Verkaufen wir mal ein bisschen was. Das ist ja lächerlich. Guten Profit Ihnen. Die Raumfliegeneier behalten wir nochmal. Unglaublich ungewohnt, dass man so wenig Raumfliegeneier bekommt. Handel bestätigt. Das ist alles. Sie können reinkommen. Ich muss mich für die Unordnung hier entschuldigen. Es ist momentan etwas hektisch. Wir konnten einige vielversprechende Handelsverträge unter Dach und Fach bringen. Aber aufgrund bestimmter Umstände sind wir personell ziemlich unterbesetzt. Green, wir haben ein Problem mit dem ankommenden Erzfrachter. Ich höre Sie, Dell. Ich bin gleich bei Ihnen. Es will einfach kein Ende nehmen. Wir haben einen Frachter für Sie vorbereitet, den Sie zu unseren neuen Partnern fliegen sollen. Um ehrlich zu sein, wenn es Ihnen nur gelingt, die Waren rechtzeitig zu liefern, bin ich schon heilfroh. Falls Sie das hinbekommen, gehört das Schiff so gut wie Ihnen. Yay! Aber hintergehen ein Mini-Frachter. Nun, das Schlimmste, was wir Ihnen antun können, ist der Entzug der Landegenehmigung. Tut mir leid, dass ich Sie einfach so stehen lassen muss, aber ich habe noch ein paar dringende Sachen zu erledigen. Ich freue mich schon auf unsere hoffentlich gute Zusammenarbeit. Na gut. Das ist das Schiff. Wir gewähren Ihnen nun Zugriff. Kümmern Sie sich gut darum. Wir haben nicht die besten Reparatureinrichtungen. Autopilot eingeschaltet. Aber schön auf meine Nemesis aufpassen. Die Nemesis jetzt. Ja.
andocken? Warum? Naja, die fliegt hier lang. Wie will ich die denn andocken? Ja, nee, komm. Folge mir dann. So, wie weit müssen wir? Okay. Ist ja tatsächlich nur ein Sprung. Brauchen die hier schon wieder? Nee. Der Autopilot ist seltsam. Aber ich skippe den Flug mal eben wieder für euch und wenn wir angekommen sind, sehen wir uns wieder. So, da wären wir. So, mal gucken. Also in der Leere ist tatsächlich gerade ein K aufgetaucht. Mal gucken, was hier gleich so an agonischen Verteidigern kommt. Und hier ist auch schon wieder ein Großkampfschiff aufgetaucht. Und leider wieder das Flaggschiff. Ziemlich ärgerlich. Fürchtet. Oh mein Gott, da gibt's gar keinen Landecomputer. Na doch. Aber scheinbar nur die Version 1. Erfolgreich angedockt. Willkommen. Guten Tag, Captain. Ich nehme an, Sie liefern Waren im Namen von Antiqua. Bitte halten Sie sich bereit, während wir ein paar Tests durchführen. Alles klar. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Wir waren in der Tat erfreut darüber, dass sich Hatikwa von ihren fragwürdigen Praktiken der Vergangenheit distanziert. Wenn das dazu führt, dass weniger Schiffe des Pakts von Grüne Schuppe in unserem Raumgebiet unterwegs sind, bin ich dafür. Passen Sie einfach auf sich auf, Captain. Apropos Captain, ich hole mal eben noch einen Captain für das Schiff. Nee, ich wegrennen. Hallo. Jo, ausreichend. Ich freue mich darauf, für Sie zu arbeiten. Guten Tag. Hallo. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes geben, um Ihr Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Hallo. So, ist da noch ein Platz mehr? Ich weiß es nicht. Ja. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes geben, um Ihr Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Jetzt einfach mein Schiff eingelagert. Spinnen die? Kann ich helfen? Bitte sehr. Auf Wiedersehen.
Callisto, Verteidiger. Okay, Autopilot, dann fliegen wir mal zurück. Wenig spannend. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir an dem Flaggschiff der Xenon vorbeikommen. System, Attiquas Entscheidung. Ja. Durch den Hai wäre jetzt kein großes Problem, ne? Der Flug in die andere Richtung war tatsächlich ein Problem. Ich habe den Autopiloten irgendwann abgebrochen, weil der immer nur hin und her gewechselt hat, wo gehe ich auf den Highway rauf. Und hat sich im Grunde immer wieder von der Stelle wieder entfernt, wo er zuerst hinfliegen wollte. Genau, ist zur anderen Richtung hin, dann hat er wieder das Ziel gewechselt. Das war echt nervig. Deswegen habe ich da einmal kurz die Kontrolle übernommen beim Hinflug, aber der Rückflug sieht tatsächlich vernünftig aus. Wahrscheinlich ja auch, weil wir ja direkt am Highway hier gestartet sind, ne? Aber dass der immer noch da ist, ist natürlich echt blöd. Bär. Das Schiff verliert allmählich ein wenig. Ein wenig. Hülle. Das ist die Frage, die Nemesis, können wir sie einfach auch alleine dahin schicken? Wahrscheinlich nicht, ne? Was kommt denn da für ein Schiff? Ach, er hier. Haben wir jetzt 2,3 Millionen, 167.000 kommen noch. Ich glaube ja tatsächlich, 3,4 brauchen wir noch. Ah gut. Sagen, was macht der jetzt? Undock-Erlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. Stehen wir nochmal auf. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Guten Tag. Hallo. Ich habe dir gesagt, dass dies passieren könnte. Schön, Sie wiederzusehen, Captain. Ah, das muss der neue Rekrut sein. Ich nehme an, es ist alles glatt gelaufen. Das hier ist Del Buster. Er hilft uns dabei, unsere Geschäfte weiter auszubauen. So kann man es auch ausdrücken.
Sie haben sicher schon von dem Hatikwa-Frachter gehört, der heute zerstört wurde. Scheinbar missfällt es dem Pakt von Grüne Schuppe, dass wir unseren Namen reinwaschen wollen. Leider passiert das, wenn man auf Basis schlechter Informationen handelt. Das ist etwas, was wir verbessern wollen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie gerne mit einspannen. Unser Ziel ist es, alle Beziehungen zum Pakt von Grüne Schuppe zu kappen, gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass sie uns nicht länger bedrängen. Einfacher gesagt als getan. Aber mit etwas Vorbereitung werden sie dir aus der Hand fressen. Ich bin in meinem Schiff. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und, was sagen Sie? Das höre ich gern. Ich lasse es schnell wissen. Befolgen Sie einfach die Anweisungen und alles läuft rund. Warum suchen Sie nicht schon einmal nach Dell? Ich bin mir sicher, dass er Ihnen unbedingt sein Schiff zeigen will. Ja, kann er ja mal mit mir zum Mars kommen. Dann zeige ich Ihnen mal mein Schiff. Oh, Captain. Willkommen an Bord meines Schiffes. Eine Schönheit, nicht wahr? Es ist mit den besten Überwachungs- und Computersystemen ausgerüstet. Und es gibt keine bessere Crew. Ich habe jeden einzelnen selbst ausgewählt. Nun, was kann ich für Sie tun? Sie sind wohl schon ganz heiß auf Action. Na, zum Anfang wollen wir es bei einer einfachen Aufgabe belassen. Wir brauchen mehr Informationen über die Versorgungswege und Verteilernetzwerke des Pakts von Grüne Schuppe. Jede Information hilft uns, um ihre nächsten Schritte und wahrscheinlichen Reaktionen vorherzusagen. An solchen Informationen sind die lokalen Polizeikräfte selbstredend auch interessiert. Sie werden die Infos von einer ihrer Stationen beschaffen. Dazu müssen sie ihre Sicherheitsvorrichtungen mit einem Computerwurm lahmlegen. Zum Glück für Sie können wir so ein Schadprogramm schnell vorbereiten. Sie werden ein wendiges Schiff brauchen. Ein Speerschiff wäre perfekt, falls Sie schnell verduften müssen. Wir schicken Ihnen den Computerwurm, sobald er bereit ist. Das machen wir anders. Kein schnelles, wendiges Schiff, sondern... Mit der Nemesis. So, und das Schiff... Hm? Wir haben Prime, da gibt es ja echt nicht viel, ne? Das ist echt alles, was in Argon Prime gehandelt wird. Das ist ja traurig. Leicht überfordert, was ich mit dem machen soll. Unsere hiesige Schiffswerft nimmt schrottreife Schiffe zu günstigen Konditionen in Zahlung. Schicken wir das Schiff einfach weg. Jetzt ist die Frage, wo landet die Nemesis? Guten Tag. Es wird mir eine Freude sein, mit Ihnen zu arbeiten. Wir haben den Computerwurm in Ihre Schiffsdatenbank geladen. Keine Sorge, das Programm lässt Ihr Schiff in Frieden. Mal los. Hightech-Fabrik. Diese
sicherste Methode, um ihn zu übertragen, wäre die Ausnutzung einer externen Schwachstelle. An schlecht gewarteten Stationen finden Sie in der Regel ganz leicht eine. Es bleibt Ihnen überlassen, welche Station Sie infizieren wollen. Lassen Sie den Wurm einfach seine Arbeit erledigen. Okay, Honigfresser wurde zerstört. Dann habe ich schon mal ein Schiff weniger. Das kam wohl nicht am... an meinem Schiff hier vorbei. An dem Flaggschiff. Ja, die würde ich natürlich gerne alle einsammeln. Damit automatisch gleich alle? Nee. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Ja. So. Den retten und den retten und den retten. Da müsste ich eigentlich alle haben. Wenn er dann rechtzeitig ankommt. Zum Glück habe ich ja einmal gespeichert. Haben wir denn die PGS-Station? Normalerweise gar nicht so weit weg. Aber ich kann tatsächlich keine finden. Irgendeine PGS-Station. Kann nicht so schwer sein. Noch irgendwo ein Hinweis? Nö, ne? Ja, das ist natürlich blöd. Veredelte Metalle. Der bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Er kauft denn veredelte Metalle an. Also da auf jeden Fall jemand, das habe ich jetzt schon gesehen. Und hier auch. Aber wer? Ne, es war ein Verkauf. Einkauf brauche ich.
Autopilot eingeschaltet. Er kauft das auch. Ja, der kauft das auch, aber nicht so viel Geld dafür. 148, 149, ganz ehrlich. Autopilot ausgeschaltet. Außerhalb von Andockreichweite. Außerhalb von Andockreichweite. Außerhalb von Andockreichweite. Brennteilefabrik. Deswegen war nicht ausgewählt. Manchmal pennt man auch ein wenig. Erfolgreich angedockt. Willkommen. Na, Quatsch. Ich kann das gar nicht. Hallo? Stopp diesen Kriminellen! Kurzstreckentransporter A. Tschüss. So, da ist immer noch ein Schiff bei mir. Warum ist da immer noch ein Schiff bei mir? Oder ist das einfach nur die hier? Und die hier, ne? Ne, der zeigt hier tatsächlich noch ein Schiff an. Ach, der, okay, alles klar. So, wie lange braucht denn der Zerstörer noch? Wahrscheinlich noch ewig, naja. Keine Ahnung, ob die Luft noch hält, bis der ankommt. Wir probieren es auf jeden Fall. Danke! Gut. Dann mache ich mal kurz einen Sprung für euch und schaue mal eben nach einer PGS-Station. Bis gleich. So, da sind wir gleich bei der Station. Ich will kurz mal hier gucken. Da kommt nämlich gleich unser Zerstörer an. Autopilot ausgeschaltet. Würde ich dann doch gerne sehen, was hier passiert. Ob der die alle noch eingesammelt bekommt. Und vor allem, ob der dasselbe überlebt. Habe ich den noch nicht umlackiert? Doch, ich habe den noch umlackiert. Nee, habe ich nicht umlackiert. Oh mein Gott. Noch hat er die Mission retten. Aber ist er gar nicht im Reiseantrieb? Okay.
doch sehr langsam vor. Wenn der noch bis dahin soll. Und warum sind seine Schilder angeschlagen? Hat er schon Kontakt gehabt? Keine Ahnung. Na gut. Machen wir jetzt einfach als Monster-Aufgabe. Du könntest ja trotzdem hier mal speichern, das Schiff ist ja noch nicht da. Während ich mir hier diese Station gesucht habe, hat einer meiner Späher ein Schiff gefunden. Das heißt, wir haben einen Transporter verloren und haben hier einen Transporter gewonnen. Ist allerdings nur ein ganz kleiner hier bei den Boronen. Der ist auch so lächerlich. Der bringt gerade mal 140.000, wenn man ihn verkauft. Gut, machen wir mal weiter. Pharmazieproduktefabrik. Setzen Sie den Scan-Modus Ihres Schiffs ein, um Datenlecks zu finden. Falls Ihr Raumanzug über EMP-Minen verfügt, können Sie mit denen weitere Datenlecks erzeugen. Brauche ich nicht, danke. Irgendwo hier ist noch ein Datenleck. Ist nur die Frage, ob oben, ob unten. Und was das für eins ist. Nicht, dass das eine Nachrichtenübertragung ist, die brauche ich nämlich nicht. Was? Das gerne registriert ist, aber ich sehe es nicht. Das ist genau unten drunter. Ja. Hier spricht Dahl. Wir erhalten Daten vom Computerwurm. Gute Arbeit. Jetzt bringen Sie sich in Sicherheit. Sieht so aus, als würden Ihnen ein paar Schiffe vom Pakt an den Fersen kleben. Falke, Verteidiger. Das ist nicht so schlimm. Eine zukünftige Bilanz. Das war doch schlimmer als gedacht. Nein! Das Schiff hätte ich übernehmen können. Falke, Angreifer. Okay, das war dann leider schlecht von mir. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was hier passiert. Er kommt jetzt an.
nicht, ob der... Wurde der gerade beschossen? Nee, oder? Der hat immer noch die Mission retten. Kommt er an und sammelt hoffentlich ein. Jetzt kommt nämlich das Flaggschiff kommt an. Die Geschütze sind alle auf Verteidigen gestellt. Dauert er jetzt so lange? Ernsthaft, einer nach dem anderen. Jetzt ist er zusätzlich noch im Kampf verwickelt. Jetzt sind die Piloten alle verschwunden, wahrscheinlich alle tot. Lieber fliehen, weil der wird so ein bisschen hier rüber gelockt, das gefällt mir nicht. Nicht kämpfen. Hauptsache weg von dem. Genau, wenn du da bist, dann... Ich überlege gerade, wir könnten ja eigentlich auch bei den
Klingonen nochmal andere Waffen holen. Oder bei den Split. Die Schäden sind beträchtlich. Nicht der. Ah, das ist hier. Okay, das war eine doofe Idee. Mit dem Holen. Wir laden ein. So. Da sind wir wieder. Und dieses Schiff hier soll mal eben alle Befehle und Aufträge beenden. So, wir haben es gerade eben versucht, das wird einfach nichts, wir verlieren eher unser Schiff. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir wollen einmal gucken. Wir haben jetzt ein Allround. Antrieb MK1. Von den Terranern. Around MK1 von den Split. Würde für mehr Geschwindigkeit, mehr Beschleunigung, mehr Boostgeschwindigkeit sorgen, aber für weniger Reisegeschwindigkeit. Ordentlich weniger Reisegeschwindigkeit. Ganze 1000 weniger. Aber ordentlich Geld zurückbekommen. Dafür, dass er ansonsten schneller ist und auch schneller beschleunigt. Schilde definitiv von den Terranern. Das können wir auch erstmal lassen. Schon dreimal drauf. Waffensysteme geht nur von den Terranern. Geschütze. Geht aktuell auch nur von den Terranern. Ja gut, dann brauchen wir da ja eigentlich nicht hin. Also die M-Geschütze gehen. Da ändert sich tatsächlich gar nichts. Außer, dass es günstiger ist. Interessant. Hier ja das gleiche. Sind wir die gleichen Geschütze? Immer noch unglaublich viel, den zu reparieren. Ich könnte ja noch ein bisschen Servicemannschaft dazu holen. Ah.
Wir machen das mal. Da sollen wir dahin fliegen. Oh mein Gott. Der fliegt durch einen Xenosektor. Oh. So, die hat nichts zu tun, die hat nichts zu tun, der hat nichts zu tun. Doch, der hat was zu tun. Der Speer hat nichts zu tun. Den habe ich, glaube ich, gerade versehentlich abgebrochen. So, und du fliegst mal bitte hier lang. Oh Mann, ey, diese ganzen Aufträge überall. So, und dann nachher hier oben lang. Kann ich Sektoren für meine Schiffe sperren? Das weiß ich gar nicht. Wäre ja sinnvoll. Auch da muss er jetzt erstmal durchkommen. Aber er gibt Gas. Gut. Wir machen hier auch weiter. Neustadt sozusagen. Mal gucken, ob da drüben wieder die... oder das Datenleck ist. Setzen Sie den Scan-Modus Ihres Schiffs ein, um Datenlecks zu finden. Falls Ihr Raumanzug über EMP-Minen verfügt, können Sie mit denen weitere Datenlecks erzeugen. Ja, hier ist eins. Das ist aber nicht dasselbe. Gut, also wir müssen weiter. Alter. Schon gefunden. Hier spricht Dal. Wir erhalten Daten vom Computerwurm. Gute Arbeit. Jetzt bringen Sie sich in Sicherheit. Ursalt. Sieht so aus, als würden Ihnen ein paar Schiffe vom Pakt an den Fersen kleben. So, was anderes diesmal, ne? Diesmal sind es Bussarde. Einen anderen Beruf suchen. Okay. Gehen wir da nochmal dahin, oder? Die Schäden sind beträchtlich. Ich will doch jetzt nicht kämpfen. Der wollte echt kämpfen.
fliegen wir jetzt hin? Ganz egal eigentlich. Hauptsache weg. Der Pakt hat einen weiteren unserer Frachter angegriffen. Es gab dieses Mal keine Opfer, aber sie wurden schwer beschädigt. Hoffentlich konnten sie etwas finden, womit wir sie in die Schranken weisen können. Wir konnten eine Fülle von Daten über ihre Logistik sammeln. Das haben wir unserem neuen Rekruten zu verdanken. Wir sind nun in der Lage, selbst ein paar Störoperationen durchzuführen. Ich bin es leid, Spielball größerer Mächte zu sein. Ich verlasse mich auf Sie, Dell. Aber übertreiben Sie es nicht. Wir haben offenbar einen neuen Auftrag. Mir schwebt da schon etwas Bestimmtes vor. Ich schicke Ihnen die Informationen über die benötigten Sachen. Ja. Nee. War immer noch der hier, oder? Sehen wir ein zweiter Kontakt Unruheherd. Hier. Okay, hier ist nochmal ein K aufgetaucht. Das ist nicht so dramatisch. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Autopilot eingeschaltet. Ja, leider einmal das Schiff reparieren. Und dann muss ich ja scheinbar Raumanzugsbomben bauen. Zwei Stück. Müsste ich eigentlich mal auf meine Basis gucken. Ob ich dort irgendwas davon habe. Bei dir aus? Hast du nichts im Inventar? Sammelst du an der falschen Stelle oder was? Ich nicht. Kommt denn ansonsten noch an Geld rein gerade? Gar nichts. Erreiche System. Morgenstern. Autopilot ausgeschaltet. Ich will da jetzt mal was gucken. Das. Das wird mir hier immer angezeigt, wenn ich durchfliege, dass hier ein lilanes Fragezeichen ist. Merkur, Angreifer. Wollen wir uns natürlich mal angucken. Unbekanntes Objekt. Ein Datentresor. Nemesis,
Angreifer. Den öffnen wir doch mal. Dann mal hier an. Frage, da ist noch einer. Dieser Schalter. Da wird eingesehen. Da ist noch einer. Sind hier auf jeden Fall ein paar Klappen aufgegangen. Nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da. Ich sehe, dass Sie bereits eine erstaunliche Entdeckung gemacht haben. Ich bin immer auf der Suche nach neuem Wissen. Ich habe eine sekundäre Aufgabe in Ihre Auftragsübersicht geladen. Oh, das war's, wa? Mehr gibt's hier nicht. Das ist ja traurig. Na, gucken wir mal. Och. Oh, ernsthaft. So, was war das? Okay. Ist auch nicht so spannend. Hier bleibt es zu. Hier bleibt es auch zu. Da bleibt es auch zu. Der ist grün. Okay, ich glaube, dann habe ich alle. Ja. Nemesis, Angreifer. Hallo, ich grüße Sie. Autopilot eingeschaltet. So, und der Zerstörer. Wie weit ist der? Wir messen hier nochmal. Sieht alles gut aus. Sie können weiter. Okay. Bezweifle ich, aber okay. Hier wollte ich noch ein bisschen Service Crew dazu holen. Also mal gucken, er nimmt jetzt den richtigen Weg her. Sehr gut. Ja, was mache ich mit dem?
ist halt nix. Hier könnte ich mal gucken. Erreiche System. Artikwas Entscheidung. Mal gucken, ob es da Silizium gibt. System Argon Prime. Frage ist ja, müssen wir überhaupt was machen oder eigentlich repariert sich das Schiff doch von alleine, oder? Das hier mal gucken. Bei der Hülle 74%. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Wir gucken mal. Ich flieg mal zum Hauptquartier zurück und guck mal, ob ich dann die 75%, ob ich die nötigen Materialien für die Bomben da zusammenkriege. Und dann würde ich sagen, kann ja die Crew das Schiff alleine reparieren. Dann sparen wir da nochmal ordentlich Geld. Und euch hole ich wieder mit dazu, wenn ich beim Hauptquartier bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich war bereits auf der Station, also im Hauptquartier. Da habe ich allerdings nur die Fernzünder gefunden. Ich habe jetzt woanders noch die instabilen Kristalle gefunden, die man braucht, um eben diese Bomben bauen zu können. Zeuge. Ja, und was mir fehlt, sind die Sicherheitsbehälter. Da bin ich jetzt am überlegen, ob ich hier einfach nochmal wieder ein bisschen weiterkämpfe und ob ich die dann hoffentlich in irgendwelchen Kanistern finde. Und gleichzeitig könnte ich auch eine Mission für, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auch beenden, indem ich eben ein paar Xenon töte. Das bringt dann nochmal ein paar hunderttausend Credits. Aktuell sind wir bei circa 3,7 Millionen Credits und es kommen auch nochmal 290 dazu. Und was ich eigentlich vorhabe, ist jetzt auch noch mal einen Miner zu kaufen, aber natürlich einen L-Miner. Adäquats Entscheidung. Und den würde ich hier unten bauen. Da doch nicht. Sondern dort. Den. So. Der würde mich 3,63 Millionen kosten von den 3,69, die ich habe. Autopilot. Und das mache ich jetzt einfach. So, wenn der dann jetzt gleich fertig ist. PE in Sensorenreichweite. In Sensorenreichweite? Also das wegen der Mission oder was? PE. Ja. Wenn der gleich fertig ist, wird der den Auftrag bekommen, entweder hier oder hier, wahrscheinlich eher hier, Silizium zu fördern. Wir hätten hier auch Nividium, was natürlich auch super ist. Aber ich habe halt in der Nähe irgendwie keinen Abnehmer dafür. Wirklich gar keinen. Für Silizium gibt es halt welche. Aber Nividium schwierig. Das ist ja eher, glaube ich, hier drüben zu finden, wenn überhaupt. Auch wieder Silizium. Da ist Nividium.
ist natürlich extremst teuer. Lässt sich hier so gut verkaufen, aber es ist auch ein extremst weiter Weg. Und dann wiederum in der Nähe nichts zum Abbauen. Ansonsten nirgends Nividium-Abnahmen. Deswegen bleiben wir da beim Silizium. Wir wurden getroffen. Schlecht. Wo war das hier? Ja. Von ihm hier. Ich könnte ihn natürlich auch hier mit reinstecken und sagen, hier baue hier Silizium ab. Dann hier auch Silizium. Wir haben Für 14 wird es da gekauft, für 112 wird es hier gekauft. Wäre auch noch eine Möglichkeit, ne, den direkt darüber zu schicken. Aber ich lasse ihn tatsächlich mal hier drüben. Weil ich dann gleichzeitig auch ein bisschen Ruf bei den Argonen farmen kann. So, derweil machen wir hier mal weiter. Das ist tatsächlich das nächstgelegene Schiff gewesen. Jetzt ist es das hier unten. Jetzt wird es halt wieder unschön. Weil da wieder irgendwo ein Großkampfschiff aufgetaucht ist. Da. Das ist der nächstgelegene. Okay. Aber der da zerstört das Schiff. Das will ich nicht. Was ich meine, ist. Ihr Handeln ist inakzeptabel. Ich habe keine Ahnung, von welchem Schiff ich gerade angegriffen werde. Aber es sind mehrere. Gut, heißt laden. So, jetzt ist ein neues Problem aufgetaucht. Ich habe ziemlich lange nicht gespeichert. Speichern ist ja eigentlich unser Freund. Das heißt, ich muss hier relativ viel noch einmal machen. Und das wiederum bedeutet eigentlich, ich würde
Folge einfach gleich mal beenden. Und würde dann quasi noch mal ein bisschen außerhalb der Folge weitermachen, um mindestens auf den Stand wiederzukommen, wie es vorher war. Und genau, dann... Oh. Hier spricht Dal. Wir erhalten Daten vom Computerwurm. Ja, und dann beim nächsten Mal... Jetzt bringen Sie sich in Sicherheit. ...wieder starten, also damit, dass wir dann eben... Ja, den Miner werde ich wahrscheinlich dann schon haben. Aber dass wir eben versuchen, mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und das geht ja jetzt schon einigermaßen... Schiffe vom Pakt an den Fersen kleben. Aber man kann es halt noch mal ein bisschen verbessern. Genau, die mache ich jetzt noch schnell weg. Und danach schicke ich euch weg. Bis dahin. Sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ganz tolle Waffen hier. Angreifer. Ist ausgestiegen. So. Schauen wir gleich nochmal das verlassene Schiff, wenn es noch da ist. In Richtung Rettungskapsel. Da sehe ich es nicht. Da ist es. Glaube ich, ne, das sind wir. Da ist es. Und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.